Yo, Crypto Chris, was ist eigentlich deine Meinung zu Shiba Inu Coins? Shiba Inu ist mit Abstand die beste Meme-Coin, die es gibt. Ich werde euch auch gleich erklären, warum das so ist. Aber nichtsdestotrotz ist und bleibt es eine von unzähligen Meme-Coins. Und was Meme-Coins leider auszeichnet, ist erstens, man weiß nichts oder wenig über die Erfinder davon. Die sind anonym. Zweitens, extreme Volatilität. Sehr gefährliche Coins, da geht es rauf und runter, man kann schnell extrem viel verlieren, aber auch extrem viel gewinnen, aber sehr gefährlich. Drittens, hohe Inflation. Die meisten Meme-Coins haben wirklich krankhafte Inflation, 100 bis 1000 Prozent bis zehntausende Prozent pro Jahr, also als Long-Term-Hold, eine ganz schlechte Idee. Das ist höchstens was für eine kurze Zockerei, wenn man ein bisschen spekulieren will, wenn man nicht ins Casino gehen will, kann man ein bisschen auf den Meme-Coin-Zug aufspringen. Aber Leute, wenn ihr damit Geld macht, sofort in ein sichereres Asset switchen, Bitcoin, Ethereum, dies, das. Aber nicht auf lange Zeit halten, das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Also nur nochmal zur Info, auf lange Zeit halten ist schlecht wegen der hohen Inflation. Wirft man einen kurzen Blick auf das Ranking, sieht man Shiba und Dogecoin sind 11 und 10 und die betteln sich gerade extremst. Aber auf lange Sicht hat Doge und auch die ganzen anderen Meme-Coins eigentlich keine Chance. Dogecoin zum Beispiel ist eine sehr alte Coin, das ist ein Fork. Also man kann sagen, es ist ein Fork von Bitcoin, aber es ist eigentlich ein Fork von Litecoin. Litecoin hat von Bitcoin geforkt und Doge hat dann von Litecoin geforkt. Das hat extrem hohe Inflation und eigentlich keine Smart Features, keine Smart Contracts. Im Vergleich dazu, Shiba ist eher Ethereum ähnlich, das hat Smart Contracts. Das hat jetzt mittlerweile sogar Use Cases, also es hat als dummes Meme-Projekt gestartet. Aber mittlerweile hat sich's weiterentwickelt, da gibt's eine Community, da gibt's Projekte drauf, da gibt's Smart Contract Plays, die haben eine Exchange oder einen Shiba Swap oder sowas, also da ist es durchaus gerechtfertigt, dass die im Ranking sind, noch immer viel zu overpriced in meinen Augen, aber besser als Doge und besser als alle anderen Meme-Coins auf alle Fälle. Letztendlich kann ich das trotzdem absolut nicht empfehlen, wie gesagt, höchstens als Spaß, Zockerei oder als kurzfristiges Play, wenn man, selbst das, ich greife das überhaupt nicht an, kann ich auch niemandem empfehlen, also ihr wisst Bescheid Leute, no financial advice, aber ich würde von Meme-Coins die Finger lassen. Also egal wie man es dreht und wendet, ich würde nie Meme-Coins angreifen, wenn ihr ein 10x, wenn ihr ein 100x wollt, dann stay tuned, weil ich glaube ich werde das morgen bringen, ich habe nämlich zwei Coins im Blick, wo ich mir denke, die könnten sogar ein 100x schaffen, also wollt ihr nice Altcoins finden, dann lasst das dumme Plus verschwinden.